Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe mir gedacht, ich mache mal ein Video zu meiner aktuellen Wunschliste, damit ihr mal einen kleinen Überblick darüber bekommt, welche Bücher wahrscheinlich bei mir in nächster Zeit noch einziehen werden, was ich vielleicht noch plane zu lesen, was mich interessiert und was vielleicht auch auf welchem Weg auf meine Wunschliste gerutscht ist. Also man wird ja oft angefixt auf Instagram oder auch auf BookTube, und wenn es jetzt da jemanden gab, bei dem ich das Buch gesehen habe und was mich dann total interessiert hat, dann habe ich mir natürlich auch aufgeschrieben bzw. gemerkt, wer derjenige war, und dann würde ich euch das auf jeden Fall auch noch mitsagen. So lernt man vielleicht auch nochmal den ein oder anderen BookTuber oder Instagram-Blogger kennen, den ihr vielleicht noch nicht kennt und vielleicht folgen wollt, weil er einen ähnlichen Geschmack hat. Ich dachte mir auf jeden Fall, das wäre eine coole Idee, deswegen, ja, wenn euch meine Wunschliste interessiert, dann bleibt gerne dran. Ausschlaggebend für diese Videoidee war tatsächlich nämlich ein Buch, was ich auf Instagram gesehen habe, weil es von jemandem empfohlen wurde. Ich verlinke euch auf jeden Fall alle Profile in der Infobox. Ihr Instagram-Name ist My Reading Journal. Und sie hatte letztens in ihrer Story eine Dystopie geteilt, die sie empfehlen kann, die sie gut fand und die auch relativ unbekannt ist, also zumindest habe ich davon noch nie vorher was gehört. Das Buch heißt nämlich The Grace Year, Ihr Widerstand ist die Liebe, und ich fand es super interessant. Das Cover sah total schön aus, blende ich euch übrigens einfach hier nochmal mit ein, dass ihr das auch sehen könnt. Fand ich, wie gesagt, sehr hübsch, das Cover hat mich sofort angesprochen, und wenn das dann von jemandem so, ohne dass es jetzt eine Neuheit ist und ohne dass es jetzt total gehypt wird, trotzdem empfohlen wird, dann heißt es ja wirklich, das muss sehr, sehr gut gefallen haben. Deswegen war ich halt sehr, sehr gespannt drauf, habe mir dann den Klappentext durchgelesen, und der hört sich einfach super, super, super interessant an. Es geht nämlich um eine Welt, in der die Frauen so ein bisschen mehr Macht haben, könnte man sagen. Also die können, im Klappentext stand das irgendwie so drin, die können Ehemänner aus den Betten holen und Jungen den Kopf verdrehen. Also die haben so ein bisschen mehr, ich glaube, das geht auch in die Richtung magische Fähigkeiten. Das ist jetzt nicht einfach nur jemand schöne Augen machen, sondern wahrscheinlich wirklich, wirklich ein bisschen im Kopf was umstellen. Insofern ist es natürlich auch eine gefährliche Eigenschaft. Und damit die diese Kräfte sozusagen verlieren, müssen die jungen Frauen ein Jahr lang in der Wildnis überleben. Ja, das nennt man sozusagen das Gnadenjahr. Und man muss dann halt versuchen zu überleben. Es gibt da draußen natürlich allerhand Gefahren, und unsere Protagonistin, die wir begleiten, lernt schnell, dass nicht nur Jäger da draußen ein großes Problem sind, sondern auch die anderen Mädchen, die mit ihr zusammen da scheinbar draußen sind. Ich bin auf jeden Fall super gespannt. Das hört sich total interessant an. Hat so ein bisschen was von Tribute von Panem. Allerdings geht es ja da nicht in erster Linie um die mehrere Distrikte, die da irgendwie tödliche Spiele veranstalten. Aber es hat halt so ein bisschen was, ne? Ihr werdet irgendwo reingeschmissen oder beziehungsweise müsst jetzt in irgendeinen Wald oder in die weite Welt und müsst dann da versuchen, irgendwie ein Jahr lang zu überleben. Hat schon so ein bisschen was von Tribute von Panem. Aber auch halt hinter dem Aspekt, dass dort diese Kräfte mit dabei sind. Das finde ich super interessant und das will ich auf jeden Fall bald lesen. Dazu müsste ich es mir aber erstmal holen, aber es steht auf jeden Fall auf meiner Wunschliste. Das nächste Buch habe ich auch bei einer Instagram-Bloggerin in der Story gesehen, nämlich von der lieben oder bei der lieben Ma. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ihr Instagram heißt auf jeden Fall Languages of Dreams. Und da hatte sie auch dieses Zeige ein Buch, das gemacht. Und jemand hatte, glaube ich, nach einem Buch mit einem schönen Cover gefragt. Und da hat sie das dann gezeigt und ich war gleich so, dieses Buch, mega, mega schön. Es hat mir total gut gefallen. Das heißt nämlich Der Rabenprinz. Ich habe mich dann auch kurz mit ihr so ein bisschen über das Buch unterhalten. Sie hat mir auch ehrlich gesagt, dass ihr die Geschichte nicht ganz so gut gefallen hat. Aber ich finde den Klappentext sehr interessant. Und das Cover ist einfach mega, mega, mega schön. Deswegen habe ich mich dann trotzdem dazu entschieden, dass ich mir gerne meine eigene Meinung bilden würde, was das angeht. Und es geht auch wieder in die Richtung Fantasy auf jeden Fall. Da gibt es nämlich auch verschiedene magische Wesen und Elfen, so wie ich das vom Klappentext entnehmen konnte. Wir begleiten eine junge Porträtmalerin, die jemanden kennenlernt, der auch scheinbar royale Wurzeln hat, also kein einfacher Mensch, sondern ein bisschen was Gehobeneres. Und den malt sie dann, und was sie aber falsch macht daran, ist, dass sie quasi mit zu Blatt bringt und in ihre Malerei einfließen lässt, dass er so ein bisschen Schmerz in den Augen hat. Also im Sinne von, dass ihn scheinbar irgendwas bedrückt oder ja, er einfach irgendwas empfindet, was ja, ihn schwach aussehen lassen könnte vor seinem Volk sozusagen. Und das ist nämlich etwas, was überhaupt nicht geht, dass da irgendwie Schwäche porträtiert wird. Und deswegen ist das ja absolut gefährlich, was sie da gemacht hat.
für ihn sozusagen, dass er eben vor anderen als schwach dasteht. Am Ende müssen beide versuchen, irgendwie sein Leben zu retten und ich vermute mal ganz stark, dass sie sich auch irgendwie so ein bisschen näher kommen werden. Aber es klingt auf jeden Fall erstmal super interessant, dass man in einer Welt lebt, wo Schmerz zu zeigen, dass es einem nicht gut geht, dass das einfach als Schwäche anerkannt wird und wirklich so gar nicht akzeptabel ist. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf und das Cover finde ich halt auch mega, mega schön. Beim nächsten Buch kann ich gar nicht mehr so genau sagen, wie das auf meiner Wunschliste gelandet ist. Ich bin nämlich der Meinung, dass zwei Booktuberinnen darüber gesprochen haben, unabhängig voneinander. Und das schon eine ganze Weile auf meiner Liste steht. Ich bin nämlich der Meinung, die liebe Paddy vom Kanal What Paddy Loves und auch Lena vom Kanal Expecto Booktronum, ich glaube, beide haben darüber gesprochen. Es ist nämlich das Buch Evil von Jack Ketchum. So richtig den Inhalt kann man vom Klappentext oder von dem, was man im Internet jetzt dazu findet, nicht entnehmen. Und ich erinnere mich auch nicht mehr so ganz dran, was die beiden darüber erzählt haben. Aber ich weiß, dass beide das Buch auf jeden Fall sehr, sehr krass fanden. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, ob das auf einer wahren Begebenheit sogar beruht. Aber es muss auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr krasser Thriller sein, der sehr, sehr angsteinflößend ist, beziehungsweise auch einfach unvorstellbare, grauenhafte Taten beinhaltet, sage ich jetzt mal. Ja, so wie beide den beschrieben hatten, bin ich auf jeden Fall sehr interessiert daran gewesen. Also es klang einfach sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, was in meinem Kopf nicht stimmt, dass ich so grausame Dinge oder gruselige Dinge total spannend und interessant finde. Aber ich mag ja auch total gerne Horrorfilme. Also irgendwas ist in meinem Kopf nicht richtig. Auf jeden Fall fand ich das Buch super interessant und ich will es schon eine ganze, ganze Weile lesen. Bin aber irgendwie nie dazu gekommen. Irgendwie waren dann immer andere Bücher wichtiger. Aber ich glaube mal, dass ich es demnächst unbedingt endlich mal holen will und probieren will. Das nächste Buch heißt Gods of Ivy Hall und der erste Band ist sozusagen Cursed Kiss. Das habe ich so oft gesehen auf Instagram und auf BookTube. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, bei wem ich das als erstes gesehen habe, also wer mich da jetzt richtig angefixt mit hat. Das ist einfach ein Buch, das war überall und insofern ist es auch auf meiner Wunschliste gelandet. Zum einen, es hat ein unfassbar schönes Cover. Es ist super, super schön. Und Punkt Nummer 2, warum es auf der Liste gelandet ist, ist einfach der Inhalt. Der klingt super, super spannend. Wir begleiten nämlich eine junge Protagonistin, die ganz normale Studentin an einer Uni ist. Also normal, denn das ist so ein bisschen das Problem. Sie ist nämlich eine Rachegöttin, die im Dienst von Hades steht. Nämlich war sie mal in einer verzweifelten Situation, aus der sie sich nicht anders retten konnte offenbar und hat deswegen einen Pakt mit ihm geschlossen. Und das ist jetzt so, wenn sie jemanden küsst, klaut sie sozusagen seine Seele, also stiehlt die Seele und die bekommt dann Hades. Das heißt, sie darf sich natürlich nicht verlieben. Und wenn man jetzt vielleicht schon den ein oder anderen New Adult Roman gelesen hat, weiß man, dass auf Universitäten es häufig damit endet, dass irgendeine Liebesgeschichte bei rumkommt. Das heißt, ich gehe ganz stark davon aus, dass sie dort jemanden kennenlernt, in den sie sich wahrscheinlich auch verlieben wird und wo es dann doch zu Situationen kommt, wo man sich dann vielleicht auch mal küssen möchte. Also das stelle ich mir unfassbar spannend vor. Generell interessiert mich auch total, wie es überhaupt zu dieser Situation gekommen ist, dass sie eben diesen Deal oder diesen Pakt beschlossen hat und ob sie da vielleicht am Ende wieder rauskommt. Ich weiß auf jeden Fall, dass es auch einen zweiten Teil dazu gibt, der ist auch schon draußen. Ich weiß nicht, ob das der letzte Teil dann der Reihe ist, also ob das eine Dilogie ist oder ob das mehrere Bücher werden, das muss ich mal noch in Erfahrung bringen, aber das klingt auf jeden Fall schon mal wahnsinnig spannend und ich will das unbedingt lesen. Beim nächsten Buch bin ich mir ziemlich sicher, dass ich weiß, wer davon extrem geschwärmt hat. Das war nämlich auch hier wieder die liebe Lena vom Kanal Expecto Booktronum. Es ist nämlich ein Buch, was sie total gehypt hat. Es ist Kassadim von Julia Dippel. Klingt super, super interessant. Wir begleiten die junge Amalia, die jetzt schon zum 8. Mal 16 geworden ist. Warum das aber so ist und warum ihre Familie so langsam altert, das weiß man nicht. Also beziehungsweise das wird so ein bisschen totgeschwiegen offenbar. Das scheint aber irgendwas, ja, so ein bisschen Magisches mit drin zu sein, dass man vielleicht nicht komplett nur menschlich ist, sondern irgendwie noch was anderes. Also in die Richtung kann ich mir das gut vorstellen. Eines Tages bringt ihr Bruder einen Gefangenen mit nach Hause, der so ein bisschen ihr Leben dann auf den Kopf stellt, logischerweise. Er rettet ihr nämlich, glaube ich, das Leben in einer gefährlichen Situation. Und daraufhin gehen dann auch beide zusammen ins Reich Kassadim, das Reich der Toten. Ich bin super, super hyped auf dieses Buch. So wie Lena das beschrieben hat, klang es auf jeden Fall genau nach einer Geschichte, die ich richtig, richtig feiern werde. Und deswegen steht das sehr, sehr weit oben mit auf meiner Want-to-Read-Liste.
Auch das nächste Buch ist von Julia Dippel, es ist nämlich die Isara-Reihe. Da gibt es ja auch schon mittlerweile mehrere Teile und ich nehme mir das bestimmt schon seit über einem Jahr vor, dass ich die unbedingt lesen will, weil die sind mir mal im Thalia selber aufgefallen. Ich fand die Cover total interessant und habe das dann immer wieder mal in die Hand genommen, aber irgendwie war immer nicht der richtige Zeitpunkt, das zu kaufen. Jetzt habe ich es aber definitiv fest vor. Da geht es um die Protagonistin Ari, die eigentlich denkt, ihr Leben wäre völlig normal. Sie ist zwar ein Scheidungskind, also sicherlich auch nicht total einfaches Leben, aber an sich ist es eigentlich normal, bis eines Tages versuchen, übernatürliche Wesen sie zu töten. Und das wirft natürlich ihre komplette Welt durcheinander, weil sie wahrscheinlich bis dahin noch nicht mal mehr wusste, dass es sowas überhaupt gibt. Und einer, der sie versucht zu töten, ist jemand, der Lucien heißt, der offenbar denkt, sie ist seine Erzfeindin bzw. die Tochter seines Erzfeindes. Und insofern ist sie ja auch dann die Feindin. Merkt dann aber schnell, dass sie doch gar nicht so ist, wie er dachte. Und ich denke mal, dass die beiden dann versuchen, so ein bisschen rauszufinden, was überhaupt los ist. Ich habe jetzt zwar auf Instagram in den letzten Tagen immer mal wieder gelesen, dass es viele gab, die die Reihe nicht so gut fanden. Aber es gibt genauso viele, die total hypen. Also letztendlich ist auch hier wahrscheinlich am besten, sich selber ein Bild zu machen. Und das möchte ich auf jeden Fall machen. Beim nächsten Buch weiß ich noch ziemlich genau, bei wem ich das entdeckt habe. Das war nämlich auch sogar das erste Video, was ich von ihr überhaupt geschaut habe. Das ist nämlich die liebe Elle vom Kanal The Book Elle, beziehungsweise so heißt auf jeden Fall ihr Instagram. Ich glaube, ihr YouTube heißt aber auch so. Ich verlinke es auf jeden Fall unten in der Infobox. Und das Buch heißt 180 Seconds und meine Welt ist deine. Und es geht da um eine junge Protagonistin, die es im Leben nicht sehr leicht gehabt hat, die von Pflegefamilie zu Pflegefamilie gereicht wurde, also eine sehr, sehr schwere Vergangenheit hat und daraufhin auch nicht mehr so wirklich daran glaubt, dass, ja, ich sag mal, alles gut werden wird im Leben. Und sie nimmt an einem Experiment teil, wo sich zwei Fremde 180 Sekunden lang in die Augen schauen müssen. Und das verändert dann doch ganz schön ihre Welt. So klingt es auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ihr Gegenüber ist auch scheinbar irgendein Social Media Star. Also nochmal eine ganz andere Welt. Klang auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ich glaube, es war in ihrem Halbjahresfavoritenvideo. Auf jeden Fall hatte sie es sehr, 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 sehr gelobt, was es für mich super interessant gemacht hat. Das nächste Buch ist vom Schema ein bisschen düsterer und dunkler. Das habe ich jetzt auch schon öfter auf Instagram gesehen. Aber ich bin der Meinung, ich habe es als allererstes auch hier wieder bei Paddy gesehen vom Kanal What Paddy Loves. Es ist nämlich Meine dunkle Vanessa und darin geht es um eine Frau, die in der Vergangenheit, als sie noch Schülerin war, in einem sehr jungen Alter mit ihrem Englischlehrer geschlafen hat und damals das auch selber wollte. Jetzt, Jahre, Jahre später, wird ihr Englischlehrer angezeigt von einer Frau, die sagt, als Schülerin von ihm missbraucht worden zu sein, sozusagen. Und die Protagonistin, die wir in diesem Buch begleiten, versucht dann so ein bisschen, sich an alle vergangenen Sachen zu erinnern. Und ob sie wirklich so, ja, selbst entschieden mit der ganzen Sache umgegangen ist. Also ob das wirklich ihre Entscheidung damals war, mit ihm zu schlafen. Ob das wirklich, ja, ob sie vielleicht auch verliebt war in ihn oder ob das doch Missbrauch war. Also das ist ein sehr, sehr dunkles Thema und ich glaube, in diesem Buch werden auch einige sehr, sehr harte Stellen mit drin sein, aber ich bin trotzdem davon überzeugt, dass es ein sehr, sehr interessantes Buch sein wird und auch allein dieser Gedanke, dass sie früher davon überzeugt war, dass sie es auch möchte, dass sie vielleicht auch verliebt in ihren Lehrer war oder wie auch immer und jetzt Jahre später aber doch nochmal drüber nachdenkt und da vielleicht ihre Meinung rückwirkend ändern muss. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr heikles Thema auf jeden Fall, aber ich bin sehr gespannt und würde es sehr gerne lesen. Das nächste Buch, bin ich ziemlich sicher, habe ich bei der lieben Laura gesehen vom Kanal Zeilen verliebt. Und es ist nämlich das neueste Buch von Anne Freitag aus schwarzem Wasser. Es klingt so, so spannend einfach nur. In dem Buch geht es nämlich darum, dass die Innenministerin mit ihrem Auto ungebremst in die Spree fährt. Mit dem Auto sitzt ihre Tochter Maya und sie kriegt dann von ihrer Mutter, kurz bevor sie wirklich untergehen, noch so einen Satz mitgeteilt, wo sie sozusagen ihr mitteilt, dass sie niemandem vertrauen soll und alle stecken irgendwie mit drin. Und das nächste, was Maya dann weiß, ist, dass sie in einem Leichensack aufwacht. Also das heißt, theoretisch dachte man offenbar, dass sie auch mitgestorben ist, aber sie wacht einfach in einem Leichensack wieder auf und versucht dann natürlich rauszufinden, was überhaupt passiert ist, warum das passiert ist, was vielleicht die Mutter damit gemeint haben könnte, mit dem sie stecken alle mit drin. Und ich finde, das klingt so krass
spannend. Da laufen wahrscheinlich auch noch ganz andere Sachen bei ab, weil im Klappentext steht auch noch mit drin, dass mehrere Naturkatastrophen wohl auf einmal passieren. Also das wird auch irgendwas mit in diese Richtung zu tun haben und das klingt super, super, super spannend. Mein Freund findet das Buch auch spannend und ich spekuliere darauf, dass er sich das vielleicht holt. Dann brauche ich es mir nicht holen und dann kann ich es einfach lesen, wenn er es fertig hat. Also ich versuche ihn jetzt einfach die nächsten Tage noch so ein bisschen dazu zu überreden. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr nervenaufreibend. Bei der lieben Katja auf Instagram habe ich gesehen, dass es zwei Bücher gibt zu einem Film, den ich vor Jahren mal gesehen habe, beziehungsweise auch schon öfter gesehen habe, denn ich habe den total schön gefunden und total gefeiert. Ich habe den als Teenager sogar mal im Kino geguckt, tatsächlich mit meiner besten Freundin. Da müssen wir so vielleicht 15 oder 16 gewesen sein, also es ist schon leider viel zu lange her. Es geht nämlich um Das wandelnde Schloss. Und den zweiten Teil dazu, Der Palast im Himmel. Ich wusste nicht, dass es davon Bücher gibt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der Film auf einem Buch beruht oder ob es andersrum ist, dass es quasi erst den Film gab und daraufhin wurde dann das Buch dazu geschrieben. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber allein, dass es einen zweiten Teil dazu gibt, finde ich mega, mega, mega schön. Ich bin so interessiert daran, denn ich fand den Film wirklich cool. Es ist ein Ghibli-Film, also so in diese Anime-Richtung. Ich fand einfach die Charaktere darin so süß. Ich habe den auch auf DVD bzw. Blu-ray. Guck den auch öfter mal. Mittlerweile gibt es die Filme ja auch bei Netflix. Ich schweife total vom Thema ab. Gesehen habe ich es auf jeden Fall bei der lieben Katja vom Instagram-Account Worte sind Magie. Übrigens definitiv auch eine große Empfehlung. Sie macht unfassbar schöne Bilder. Also ich liebe ihren Feed total und sie ist auch noch eine super, super nette Person. Ja, die Cover sind auf jeden Fall super schön von den beiden Büchern und ich bin gespannt, worum es dann im Teil 2 geht. Ich habe mir jetzt noch nichts dazu durchgelesen, weil ich mich nicht... Ja, ich will mich einfach überraschen lassen an der Stelle. Das nächste Buch ist von Colleen Hoover und es heißt Too Late. Das habe ich tatsächlich das erste Mal gesehen beim lieben Yannick vom Kanal Read and Fit, der übrigens der Freund von der lieben Elle ist, die ich vorhin auch schon erwähnt habe. Wir sind total süß zusammen einfach nur. In Too Late ist es so, dass wir eine Protagonistin begleiten, die mit einem Drogenboss zusammen ist und so wie Yannick das in seiner Story bzw. auch auf YouTube beschrieben hat, ist das ein sehr, 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 sehr krasses Buch. Er hat mehrmals betont, dass man das eher lesen sollte, wenn man schon ein bisschen älter ist. Also über 18 hat er gesagt. Das heißt, da werden wahrscheinlich auch sehr, sehr krasse Szenen drin sein. Ich kann mir vorstellen, dass da Gewaltszenen vielleicht mit drin sind. Also wäre vielleicht eine Triggerwarnung an der Stelle auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob im Buch eine drin ist. Ich werde es mir, wie gesagt, auf jeden Fall noch angucken bzw. dann auch holen. Aber es klang auf jeden Fall auch super, super spannend. Wir begleiten, wie gesagt, eine Protagonistin, die mit einem Drogenboss zusammen ist, aber nicht wirklich freiwillig, also zumindest in dem Moment, so wie es auf dem Klappentext draufsteht, nicht, wie sie mal da hingekommen ist zu der Situation, weiß ich natürlich jetzt nicht. Aber sie macht das Ganze oder sie hält das einfach aus, weil sie einen kranken Bruder hat, der quasi finanziell unterstützt wird von diesem Drogenboss. Und insofern ja, lässt sie das quasi über sich ergehen oder akzeptiert die Situation so, wie sie ist. Es wird dann wohl auch ein Undercover-Cop in die ganze Situation mit eingeschleust. Zwischen dem und der Protagonistin sich dann so ein bisschen was entwickelt, wird natürlich für den Drogenboss dann wahrscheinlich das Nonplusultra sein, also wahrscheinlich überhaupt nicht gut. Insofern bin ich extremst gespannt, wie die Geschichte ist und ob die wirklich so krass ist und so vielleicht auch brutal oder ob da wieder Szenen dabei sind, wo man sich so denkt, so bin ich auf jeden Fall gespannt und ich halte euch auf dem Laufenden, falls ich es lese. Das nächste Buch wurde mir tatsächlich sogar empfohlen, direkt von der lieben Stefanie. Ich verlinke euch auch ihren Account unten in der Infobox. Stefanie ist übrigens auch ein sehr, 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 sehr süßer Mensch und mehr oder weniger der Grund dafür, warum ich mich letztendlich getraut habe, mir auch einen Book-Account zu machen, sowohl auf Instagram als auch hier. Also auf jeden Fall deswegen ganz, ganz großes Danke. Und ihre Buchempfehlung für mich war von Emma Scott, The Light in Us. Ihr wisst ja, ich mag Emma Scott sehr, sehr gerne. Ich habe schon drei Bücher von ihr gelesen, die ich alle sehr, sehr gut fand. Insofern bin ich natürlich sehr gespannt drauf und wenn sie es mir empfiehlt, dann denke ich auch, dass es mir gefallen wird. Im Buch begleiten wir Charlotte, die eigentlich eine Karriere als Geigerin anstrebt, dann aber ihr Leben derart auseinanderfällt, dass sie in diesem Bereich nicht weiter tätig wird und dass sie aus Geldnot andere Jobs annehmen muss und so als, ja, ich sag mal, könnte man Pflegehelferin sagen? Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort in dem Kontext ist. Sie landet jedenfalls bei einem ehemaligen Extremsportler, Fotografen, wie auch immer man das nennen möchte, der sein Augenlicht verloren hat. Gerade wenn man sagt Fotograf und Extremsportler, ist das für ihn wahrscheinlich natürlich etwas, das ihn sehr, sehr hart getroffen hat. So wie was auch immer in ihrem Leben passiert ist, dass sie mit der Musik aufgehört hat. Und sie soll ihm sozusagen helfen, wahrscheinlich um im Alltag ein bisschen klarzukommen, also so alltägliche Aufgaben zu übernehmen.
und sind beides natürlich sehr, 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 sehr gebrochene Persönlichkeiten aufgrund der Sachen, die ihnen passiert sind. Und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich eine ganz herzzerreißende Geschichte wieder sein wird. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was mit den beiden dann noch passiert, ob da sich vielleicht was entwickelt, ob das vor allem auch ein Happy End hat oder eher nicht. Man weiß es ja manchmal auch nicht. Aber Emma Scott hat einfach einen sehr, sehr emotionalen Schreibstil, einen sehr, sehr poetischen Schreibstil, der sich einfach immer direkt ins Herz bohrt. Und deswegen vermute ich, dass die Geschichte wirklich sehr tiefgreifend, tiefgründig wird. Eine Reihe, die schon sehr lange auf meiner Wunschliste steht, mich aber irgendwie immer nie so gecatcht hat, dass ich sie unbedingt kaufen wollte, ist definitiv die Lux-Reihe von Jennifer L. Armentrout. Also Obsidian ist der erste Teil Schattendunkeln. Wir lernen die junge Katie kennen, die in eine neue Stadt zieht oder ziehen musste. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und dort nicht ganz so zufrieden ist, alleine schon deswegen, weil sie da nicht so richtig Internet hat und sie als Buchbloggerin definitiv darauf angewiesen ist. Ich denke mal, wir kennen das Problem alle in dieser Bookstagram-Welt oder Booktube-Welt. Daraufhin geht sie zu ihrem Nachbarn klingeln, der natürlich total umwerfend aussieht und sexy ist und was weiß ich nicht alles. Und er heißt Damon. Ja, der versucht ihr dann aus dem Weg zu gehen und ich schätze mal, wir wissen alle, worauf es hinausläuft. Ihr vielleicht habt es schon gelesen und ich kann es mir mit Sicherheit auch denken. Das hat so ein bisschen Twilight-Vibes auf jeden Fall, wo Edward ja auch versucht hat, sich anfangs so ein bisschen fernzuhalten von Bella. Das dann aber nicht so ganz geklappt hat und am Ende, ja. Also ich bin sehr gespannt. Die Reihe wird ja auch sehr, sehr hoch gelobt. Ich vermute fast so ein kleines bisschen, dass ich jetzt schon, ja, ich will nicht sagen zu alt dafür bin. Ich bin 29, aber ja, dass man das als Teenager vielleicht noch hätte anders gefeiert oder besser gefunden als heute. Aber ich möchte der Reihe trotzdem eine Chance geben und ich möchte sie trotzdem unbedingt lesen. Nicht umsonst wird sie so gehypt. Auf Instagram sieht man ständig Fotos damit und deswegen möchte ich ihr zumindest eine Chance geben. Auch ein Buch, was ich unfassbar interessant fand, allein schon des Themas wegen, ist das Buch Rowan und Ash. Das habe ich jetzt auch bei niemand Bestimmtem gesehen, das habe ich einfach öfter gesehen auf Instagram und ist mir dann ins Auge gestochen, weil ich so dachte, Rowan und Ash klingt so nach Junge und Junge und tatsächlich ist das auch ein Buch in diese Richtung. Es geht darum, dass Rowan in einer Familie lebt, in der Heirat sehr, sehr wichtig ist oder Hochzeiten, also verheiratet werden, sehr, sehr wichtig ist. Seine Ehe ist daher auch arrangiert worden. Er soll die Kronprinzessin heiraten und je näher es dann so ein bisschen an die Hochzeit geht, machen sich wohl auch Gerüchte breit, dass er vielleicht für jemand anderen etwas empfindet und da steht im Verdacht eine Magierschülerin. Aber eigentlich ist Rowan verliebt in den Kronprinzen Ash. Und das ist so, wo ich so dachte, ja, warum nicht? Warum muss es immer Prinz und Prinzessin sein? Warum nicht Prinz und Prinz? In dem, also ich weiß nicht, ob Rowan ein Prinz ist, aber Ash ist scheinbar auf jeden Fall ein Prinz. Egal, auf jeden Fall super interessant. Da habe ich leider auch schon ein paar Mal gehört oder gelesen, dass das Buch jetzt nicht der Oberkracher ist, aber ich würde es auf jeden Fall sehr, sehr gerne lesen, weil mich die Geschichte interessiert. Ich finde das Cover total schön und ich möchte mir auch gerne selber ein Bild machen. Ich vertraue da nicht immer unbedingt drauf. Geschmäcker sind so unterschiedlich. Ich habe schon so coole Bücher gelesen, so tolle Bücher gelesen, wo ich von anderen gehört habe, die fanden sie grauenvoll oder richtig schlecht. Insofern möchte ich mir halt einfach immer selber ein Bild machen und deswegen steht Rowan und Ash definitiv auch auf meiner Wunschliste. Das war's dann an der Stelle erstmal mit meiner unfassbar langen Wunschliste. Ich könnte noch 10 Stunden weiter quatschen. Es stehen definitiv noch andere Bücher drauf, aber das sind so die Bücher, die mir so als erstes eingefallen sind, wenn ich so drüber nachgedacht habe, was wünsche ich mir, was würde ich jetzt sofort kaufen, wenn man mir, weiß ich nicht, einen 200-Euro-Gutschein für Thalia schenkt oder sowas. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Was mich an der Stelle super, super doll interessieren würde, ist, was sind denn Bücher, die auf eurer Wunschliste stehen? Schreibt es mir unbedingt mal in die Kommentare. Ich habe mich übrigens absichtlich dazu entschieden, jetzt keine Neuerscheinung mit reinzunehmen, denn dafür habe ich ja die monatlichen Neuerscheinungsvideo, wo ich dann sowieso immer schon sage, das Buch würde ich gerne lesen, das möchte ich gerne haben. Ich habe mir jetzt Sachen ausgesucht, die schon länger teilweise auf meiner Wunschliste stehen, gerade wenn ich jetzt sowas wie Isara sage oder die Lux-Reihe, die gibt es natürlich schon ultra lange. Ja, wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Bücher derzeit bei euch hoch im Kurs stehen, was ihr unbedingt lesen wollt. Vielleicht auch Sachen, die schon wirklich länger draufstehen und nicht jetzt unbedingt die Sachen, die jetzt demnächst erst noch rauskommen, also die man quasi noch gar nicht jetzt kaufen könnte. Würde mich sehr interessieren und falls ihr Empfehlungen habt in Fantasy-Richtung oder Dystopie-Richtung, dann gerne immer rein damit in die Kommentare. Ich bin derzeit so richtig im Fantasy-Modus, also eigentlich könnte ich derzeit nur Fantasy oder Dystopien lesen. Heißt, eure Empfehlung immer gerne in die Kommentare. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst und falls ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr noch kein Abonnent seid.
Ich wünsche euch erstmal einen schönen Abend, Nachmittag, Tag, wann auch immer ihr das Video seht. Bis dann, macht's gut!